Ja, hallo, ich komme zur ersten Analyse des Mobile Rap Battles vom Viertelfinale. Nicht wundern, wenn mich ab und zu mal ein bisschen hier so ein paar Blätter hört. Ich habe die Scripts auf Blatt geschrieben und. So, die erste Wertung im neuen Punktesystem: Punchline 10 Punkte, Technik 5, Flow 5, Video 3 und Extra Punkt 2. Ja, Pedo vs. Pseudo, ein sehr cooles Battle. Pedo mit einer kurzen Runde mit 44 Lines und Pseudo mit einer Mega-Runde, wo ich nicht weiß, wie viele Lines es sind, weil Pseudo keine Lyrics eingereicht hat. Sie haben beide gleich pünktlich eingereicht und ja. Punchlines. Pedo. Ja, kurze Runde, gute Punches. Die ersten Lines sind so Vergleiche, was ziemlich lustig ist, weil Pedo erinnert mich irgendwie an Perplex und bringt auch noch solche Vergleiche. Es ist schon verwirrend. Dann kommen zwei Mini-Frontlines gegen ihn, die ich mal auslasse, und dann kommen vier Lines, die ich durchgehend gut fand. Die eine Hälfte deiner Lines sind gebeitet, die andere Hälfte deiner Lines finde ich scheiße. Schau du Lappen, ich hab dich jetzt einmal angehört und ich dachte, dich hätte ich mit der Kamera zerstört. Dann probiert er es mit einer kleinen Reimkette. Schau, du wirst hier klein gehackt und kommst direkt in Leichen, sag mal, weil du so eine Scheiße machst und deine Texte leistungsschwach. Und dann wieder ein Vierer mit Beidvorwürfen, die ich auch sehr gut fand. Und anscheinend hast du es dir auch leicht gemacht, denn deine Lines hat jeder gleich erkannt und jeder hat sich gleich gedacht, Alter, ist das schwul, denn deine Lines kennt man schon von Farid Bang und Tune. Und dann ein okay, aber nicht hervorragender Achter, den ich mal eben auch rauslasse. Da kommt ein Beatwechsel und naja, Palos und mein Beatgeschmack, die unterscheiden sich offenbar sehr. Aber ich werde jetzt hier nicht wieder TZD einfügen oder vielleicht auch. Nein, ich lasse es einfach. Auf der neuen Beat kommt ein 16er, wovon mir die letzten 6 Lines nochmal sehr gefallen, aber 16er an sich allgemein puncht relativ gut. Die letzten 6 Lines fand ich aber extrem gut, also die haben mir sehr gefallen. Nein, Spaß, deine Parts, ich feier die sehr. Noch besser wär's, wenn die alle leise wären. Dieses Battle wird dein Scheiß zu null, du Spaß. Ganz egal, wie viele Bytes du in der Runde hast. In dem Battle geht's darum, meinen Track zu schreiben und nicht irgendeinen anderen Text zu biten. Die Beidvorwürfe sind natürlich fast ein einziger Bezug, den Pello hat, aber dafür auch ein sehr begründeter und guter Bezug. Jetzt hier ein ganzes Blatt nur mit Pello, nice. Pseudo. Pseudo. Der Anfang war für mich eher nicht so gelungen und ich kann übrigens die Lyrics jetzt wie gesagt nicht nachgucken, weil er die nicht eingereicht hat. Deswegen mache ich es aus der Erinnerung und ich gebe mir die Runde nebenbei hier natürlich nochmal und habe sie mir auch gegeben, während ich das Skript geschrieben habe. Ja, der Anfang war halt eher so, Was denn für Nachwuchsrapper? Was denn für Gastdruckpfepper? Ey, was willst du mich boxen? Selbst 1000 Kugeln würde ich trotzen. Wenn du mich nur einmal triffst, brieche ich dir sofort alle Knochen. Wir sind fleißig am Crystal kochen. Du sitzt nur vor dem Spiegel und fragst dich nur, ach, wo bleiben meine Locken? Und erst dann merkt man, dass die Runde gegen Pedro ist. Weil es im ersten Part ist irgendwie mit der Mischung was auch komisch, weil da ist. Auf dem rechten Ohr ist nur Rauschen und er hat die Mische fast komplett aufs linke Ohr gelegt. Also man hört die Stimme fast nur auf dem linken Ohr. Das weiß ich nicht. Es ist. Naja. Die meisten seiner Lines kommen mir sehr hingezweckt, Hauptsache lange Runde vor und vor allem mit wenig Gegnerbezug. Aber es gibt auch ein paar Guidelines, zum Beispiel. Wenn ich nicht gewinne, dann ist Justin auch ein Pumpensohn. Falls ich nicht gewinne, dann nur, weil ich unserer Jury Justin als einziger nicht schon an den Eiern hing. Sehr guter Bezug darauf, was ich angeblich an beim Einschleimen oder sowas. Die Chatverläufe sind eher unglaubwürdig. Ich meine, klar, gute Idee und natürlich wird im Rap übertrieben, aber es sollte wenigstens glaubwürdig rüberkommen und nicht, dass ich um so eine Scheißschreibers-Pedo was lutscht, bla bla bla. Bei ihm bleibt einfach nicht so viel hängen wie bei Pedo. Ich kann auch darin, dass es natürlich eine sehr lange Runde ist, in der sehr viel Arbeit steckt, das will ich jetzt gar nicht runterreden. Aber es bleibt halt nicht so viel hängen. Jetzt zu den positiven Sachen. Der zweite Part, gleiche Probleme, aber irgendwie besser. Er disst nicht nur Pello, sondern auch mich. Ich werde zwar jetzt nicht, ich werde übrigens nicht alles über Pello zeigen, weil es natürlich nicht so lange rum ist, es würde ewig dauern. Der zweite Part, er countet erstmal die Farid-Line im Voraus. So und jeder hat sich gleich gedacht, Alter, ist das schwul. Denn deine Lines kennt man schon von Farid Bang und Tune. Weshalb ich von Farid Bang paar Lines geklaut hab, war ich eine Nacht zuvor von Farid Bang paar Lines geklaut. Doch auch ohne Bytes bin ich besser als ihr Platzhalter, klatsche ich in die Fresse. Auch nicht Bombe, weil er gleich wieder so eine Line rausfällt, aber er kontert sie immerhin schon mal. Dann endlich mal ein Line konkret gegen Pello mit Victoria. Deine Frau Victoria sagt du denn nur Ohua, sie schreibt mich an, wenn du weg bist, weißt du wieso, mein Ja.
Was war, und zwar nicht nur gegen diesen Du oder Deine, die ja Rapper immer so gerne benutzen. Und auch wenn Pedro sagt, dass er nichts mit einer Victoria zu tun hatte, ist das trotzdem immerhin ein Front. Und solange Pedro uns das nichts beweist, dann stimmt das so. Obwohl ich das mit den, die Namen ist natürlich auch nicht so super sind und die Story natürlich auch sehr komisch ist. Ich meine, warum sollten die einfach ihn anschreiben? Aber es ist Rap, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Auch mit der Julia, es ist Rap, ich lasse das einfach mal so stehen. Und er vertieft sich aber auch zu sehr da rein, finde ich, in dieses Julia-Victoria-Gelabere. Und dann, der zweite Part, da bleibt einfach nicht so viel hängen. Das ist ein guter Part, der puncht ordentlich, aber er puncht halt nicht so viel Gegner, beziehungsweise so Standard, nicht Standard, sondern so durchschnittliche, die einfach jeder schon mal gebracht hat, irgendwie. Was Pedos Lines natürlich auch noch stärker macht, mit Lines, die man schon mal gehört hat. Wie zum Beispiel. Denn meine Texte und deine Orgasmen haben was gemeinsam. Sie sind Handarbeit. Die Handarbeit, Orgasmen leiden, tralala. Die hat man natürlich auch schon mal gehört. Das macht Pedos Lines natürlich noch stärker, den Bytes. Und ja, ich weiß nicht. So, ich dachte erst, er hat ein Meisterreim-Feed wegen dieser Line. Und du fragst dich, wie ich den Meister heimbringe. Sei einfach, indem ich den Meister heimbringe. Doch ich bin schon da, sei bitte dankbar. Aber weil er eben kein Meisterreim-Feed hatte, kam diese Line dann doch wieder sehr billig rüber. Deswegen weiß ich nicht. Und Punchline Dichte 100 war auch sehr optimistisch gedacht, aber der dritte Part ist die Beerdigung, also das Feature von Psydo, sehr gut gelungen mit einigen guten Lines, zum Beispiel. MRB, ich seh Pseudo, aber was soll dieser Rotz? Da bist du Bello wie mein Handy oder Bello wie ein Bock? Ein oder halber Text besteht daraus, dass du dein Mic verliehen hast. Doch selbst mit Mic klingt der Trottel weiter wie ein Spast. ich werde jetzt einfach mal Pello, weil er hat eine kurze Runde und puncht mehr, also es ist. Es puncht einfach mal diese kurze Runde. Gehe ich jetzt einmal 7 von 10 Punchline-Punkten. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder so eine Entscheidung ist, der, wo ich später so sage, weil ich vielleicht doch hätte 6 geben sollen. Ich gebe jetzt einfach mal 7 Punchline-Punkte. Ich gehe jetzt einfach mal noch mein Gefühl. Und Pseudo bekommt 5 Punchline-Punkte, weil er hat schon gepuncht, aber halt sehr viel Lückenfüller-Lines drin gehabt. Und ja, Technik. Die haben beide eine relativ durchschnittliche Technik. Pello ein paar mehr geilere Reime. Bis heute kommen manchmal so Reime, wo man sich so denkt, okay, das war vorhersehbar. Oder reimt einfach das Gleiche auf das Gleiche und nicht mal so gespittet, sondern einfach nur so. Und reimt, manchmal reimt sich auch gar nichts. Und deswegen gebe ich einfach nur 2 von 5 Technikpunkten. Und ja, Flow. Flow. Pseudo ist natürlich wieder extrem monoton, wie ich finde. Es klingt ein bisschen wie ein Roboter, manchmal. Und er flowt nicht so auf dem Beat. Pedo hat halt, wie gesagt, diese Beats, die ich nicht so mag, aber Pedo flowt sehr gut auf diesen Beats. Deswegen gebe ich Pedo hier die 4 Punkte. Und ja. Gut, Video. Gut, Video. Ich gebe Pello mal einen Punkt fürs Video, weil er stand bloß vor einer Wand, hat ein bisschen rumgehampelt. Ich dachte, beim Beatwechsel kommt vielleicht auch ein Location-Wechsel, dass vielleicht in ein anderes Zimmer geht oder sowas, wenn man rausgeht. Aber da wurde ich dann auch enttäuscht und es gab nur die weiteren, die eine Location. Pseudo hatte gute Locations, gutes Video an sich. Die Videoqualität war vielleicht nicht so gut. Ein paar Flugdrohnenaufnahmen mit drin. Ich will die Arbeit gar nicht unterschätzen, die da drin stand. Es war bestimmt mega viel Arbeit. Aber ich werde auch nicht die volle Punktzahl geben, weil das Video, die Videoqualität an sich war einfach an manchen Stellen so komisch. Und deswegen gebe ich 2 von 3 Punkten wieder. Und extra Punkte. Ich gebe beiden einen extra Punkt. Pello gebe ich nur einen extra Punkt, weil es eine gute Runde war, aber ich weiß, dass Pello mehr kann. Und, ich hoffe auch, dass Pello sich natürlich mehr anstrengt in der nächsten Runde. Pseudo auch einen extra Punkt. Es war mehr als ich erwartet habe vom Pseudo. Aber gegen einen starken Gegner wie Pello hat er einfach viel zu wenig gebracht. Er hätte viel mehr mit dem BBB mitbringen können als nur eine Line. Er hätte viel mehr mit, ja, er hätte viel mehr so auf ihm rumhacken können, wegen, dass er kein Mic hat und dass er sowas. Hätte ihn voll zum Penner machen können und, also, ist vielleicht nicht, aber. Er hätte halt mehr punchen können, ist ja auch nur diesen einen Punkt. Das macht insgesamt ein 16 zu 12 für Pello und damit ist Pello der erste Halbfinalist. Ich hoffe mal, er gibt sich im Halbfinale mehr Mühe und Pseudo behalte ich mich hinter Kopf, weil ein Kandidat kommt ja wieder rein, weil das Battle Remp gegen Agro Klaus nicht stattgefunden hat.
beim Grinsen. Und wer noch lacht, weil ich ne Zahnlücke hatte, hat einen Sprung in der Schüssel, als würde er Grashüpfer mampfen. Es ist Pello, der durch den Schlossgarten spaziert. MRB. Ein paar Rotznasen kastriert.